Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, willkommen zurück zu Feed the Beast. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Stormcraft betrieben. Und da muss ich noch die Namen auswerten für unsere Golems. Wir haben ja sogar noch einen zweiten Golem. Und ich denke mal, von den ganzen Namensvorschlägen können wir einen für hier unseren Wasserträger und einen da hinten für unseren Spoilback-Einsammler locker benutzen. Es gab ja so und so viele Vorschläge. Mal gucken, wahrscheinlich werde ich es auswürfeln, waren eigentlich alle sehr, sehr klasse. Und dann werden wir mal gucken, wer dann mit seinem Namen dort gewinnt. Okay, des Weiteren wollten wir heute mal ein bisschen mit der MFR-Farm weitermachen. Und ich habe mir gedacht, wir werden heute mal versuchen, die Kartoffeln, und also die wir hier jetzt so ein bisschen über haben, und die Karotten da unten schon mal langsam einzuordnen und einzupflanzen. Bei den Coco Beads, also mit den Dingern, habe ich noch ein bisschen Probleme. Ich weiß auch gerade noch nicht. Die wollen noch nicht so wirklich an den Crops wachsen. Da muss ich noch mal eben ein bisschen schauen, warum, wieso, weshalb. Also werden wir erstmal hier Karotten und Kartoffeln pflanzen. So, das wäre schon mal die erste Fläche für ja, eins von beidem. Und dementsprechend, wir könnten noch mal ganz kurz, doch nicht. Müssten wir im Prinzip hier wegschlagen, ne? Klappt trotzdem nicht. Egal. Dann machen wir noch hier ganz kurz die letzte. Huch. Dann mache ich die ganz kurz einzeln. Nützt ja nichts. Die letzte Ebene. Und dann haben wir es geschafft. Dann müssen wir nur noch den Rand kurz gleich machen. So, eben ganz kurz das ganze Dirt hier wieder aufgesammelt. Ja, den Rand müssen wir hier noch kurz per Hand raushauen. Wobei, ne, wir haben keinen Wand of Excavation, beziehungsweise einen Wand of Equal Trade, meine ich natürlich. Sonst hätten wir den Rand einfach ganz kurz eben dort mit austauschen können. Aber ich meine, mit einer Schaufel geht es ja eigentlich auch relativ zügig. Wobei die nicht mehr so lange hält. Wir müssen uns bald mal wieder eine neue machen. So eine schöne Shovel aus der Earth Mover ist natürlich nice. Und wenn wir jetzt natürlich die unsere schönen Experience noch gehabt hätten, hätten wir sie auch noch schön verzaubern können. Eventuell dann ja auch mit Repair. Das wäre natürlich super gewesen. Aber na gut, eventuell bei der nächsten Möglichkeit werden wir das dann mal machen. So, da haben wir den Rand hier auch rausgehauen. Jetzt müssen wir ganz natürlich ein bisschen hier tiefer ziehen. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier hin. Und zwar brauchen wir jetzt etwas Gestein. Gucken wir mal ganz kurz. Stone. Haben wir sogar noch ein bisschen Smoothstone. Haben wir sogar noch ein bisschen Smoothstone. Dann lasst uns da noch ein paar von machen. 2, 3 und die hier nehmen wir auch noch mit. Oh, wo wir gerade hier Glowstone sehen, können wir auch 1, 2, 3, 4 und das Ganze nochmal, die auch schon mal mitnehmen und in die Wand mit einsetzen. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Dirt, den haben wir ja sowieso schon dabei. Oh, King Slime! King Slime ist wieder da. King Slime, den verpassen wir doch mal hier ein paar schöne Schüsse aus unserem Bogen. Die Pfeile, die habe ich... Ah, komm, 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 das macht doch bestimmt Spaß hier. Und die Pfeile habe ich hier irgendwo gelassen. Jetzt gerade, wo er hier mal so da ist, können wir den auch mal eben hier killen und so, ne? So, unseren schönen Powerbogen. Wo ist King Slime? King Slime, wo bist du? King Slime. Hm, irgendwo hat er sich hinverzogen. Also er muss irgendwo in dieser Richtung sein. Die Welt lädt noch und lädt noch. Irgendwo muss King Slime hier rumhüpfen. Also in der Richtung ist er nicht. Das heißt, er ist jetzt irgendwo hier in dieser Richtung. Wahrscheinlich ist er vielleicht sogar unterirdisch. Dann sehen wir ihn nicht mal. Was ich gerade irgendwie befürchte. Ja, scheint irgendwie unterirdisch zu sein. Schade. Da ist er auch nicht. Aber wir können das schöne Skelett da erwischen. Zack. Oh, One Hit. Wahnsinn. Ups. Ah ja, schade. Aber wir können den King Slime leider nicht besiegen. Ist hier irgendwo unterirdisch. Hat sich verkrochen. Ach, schade, schade, schade. Wäre auf jeden Fall lustig gekommen. Auf jeden Fall ist gerade Nacht. Das heißt, Monster nearby. Können wir uns gerade nicht hinlegen zum Pennen. Da muss ich mal ganz kurz eben gucken. Haben wir hier eventuell... Da ist unser Nano-Saber. Schmeiße ich mal ganz kurz an. Wow. Eine Schrecksekunde. Dieser böse, böse Creeper, der war gerade wahrscheinlich hier nearby. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da wäre uns doch fast die Haustür um die Ohren geflogen. Haben wir nochmal Glück gehabt.
So, und dann kann es natürlich weitergehen. Hier nochmal ganz kurz geachtet, dass hier auch keine Creeper in der Nähe sind. Hier unten vielleicht der King Slime gespawnt. Nee, natürlich nicht. Dann werden wir mal ganz kurz... toll, jetzt dürfen wir hier springen. Passt gerade so nicht. Eventuell so... Nee, geht leider nicht. Na toll. Na gut, dann halt im Sprungmodus einmal kurz hier um den Rand rum zu. Ja, die Bienen können wir natürlich auch on-camera bauen, wenn ihr das gerne wollt. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, werden wir da wirklich jetzt so eine schöne Glaskuppel bauen. Ich bin zwar kein guter Glaskuppel-Erbauer, aber ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Das sollten wir irgendwie schon hinkriegen. Ja, und dann werden wir das wahrscheinlich eventuell schon in der nächsten Folge angehen. Dass wir so langsam oberirdisch dann so eine kleine Glaskuppel haben, dann einen kleineren Baum reinstellen. Also so einen riesen Baum können wir da nun mal leider nicht reinstellen, da das Ganze sonst ja zu überdimensional wird und die Bienen dann gar nicht mehr fliegen. Oder wir nur noch den Rand hätten, wo wir die Bienen hinstellen können. Solange sie natürlich nicht ihren Cave-Modus haben. Ja, und sonst... können da natürlich noch ein paar Blümchen rein, etc. pp. Und unter dem Ganzen wird dann wieder ein Keller ausgehoben, den wir dann mit unserem Hauptlager verbinden. Ja, als Gang und natürlich auch mit Maschinen, etc. pp. Das wird definitiv gut und da werden wir dann Bienen züchten und Bienen manipulieren, also Genmanipulation betreiben, etc. pp. Und da werden wir dann die großen Alviaries aufstellen. Und alle Völker, die dann fertig sind, werden da unten dann platziert. Also die, die dann uns die verschiedenen Produkte geben werden. Und die werden wir dann dort platzieren. Und ja, dann haben wir eigentlich alles das, was wir wollten. Hier ist soweit in Ordnung. Der kann da noch weg. Und dann das ganze Spiel an dieser Seite ebenfalls nochmal. Huch, der war natürlich falsch. Ja, das ist ein bisschen klein bisschen nervig hier, aber gut, was will man machen? Das ist nun mal so, wenn man irgendwas aufbaut irgendwo, dann kann das mal vorkommen, dass man hier auch mal so ein paar langweiligere Parts übernehmen muss. Die Technik kommt natürlich auch gleich noch hinzu, sobald wir es dann hier soweit fertig haben. So, ein bisschen Mauerwerk müssen wir noch schaffen. Das ist ja eigentlich sonst Sachen, die ich eigentlich gerne immer vorbereiten würde. Aber momentan fehlt einfach die Zeit. Wie gesagt, bin meist erst gegen 16, 17 oder sogar später Uhr online. Beziehungsweise wir zu Hause. In nächster Zeit wahrscheinlich sogar erst gegen 19 Uhr. Und ja, da muss man noch was essen. Und dann geht's auch gleich in die Aufnahme. Dementsprechend bleibt da nicht viel Zeit irgendwie zum Vorbereiten oder sich irgendwas zu überlegen. Deswegen mache ich das immer so unterwegs auf der Fahrt nach Hause. Bin ja ein bisschen mit Zug und Bahn unterwegs. Da kann man sich dann so ein paar Gedanken machen, was man denn noch am Abend Schönes bauen kann. Gut, und dann muss man das halt alles on camera bauen. Aber das freut euch ja natürlich auch. Ihr möchtet ja auch manchmal gerne so etwas sehen. Jedenfalls der ein oder andere von euch. Und dann haben wir das doch auch schon mal gleich abgedeckt. Das ist doch sehr, sehr schön. So. Die Seiten haben wir soweit fertig. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Dirt rausholen. Haben wir in dem Backpack hier schön. Und dann nehmen wir weiterhin unsere Shovel of the Earth Mover. Tun da einfach ein Dirt in die Ecke. Und dann können wir das Ganze hier einfach relativ leicht verteilen. Mit der schönen Schaufel. Und machen das Ganze hier zu. Da oben fliegt schon ein Wisp. Ja, können wir uns gleich holen. Ah, sonst stört ja auch nicht wirklich. So, und das Ganze machen wir hier dann auch, dass das Ganze wieder schön zu ist. Die Schaufel geht dabei wahrscheinlich gleich kaputt. Sehen wir dann ja. Mal schauen. So viel hat die jetzt nicht mehr an Haltbarkeit. Könnte also jeden Moment kaputt gehen. Oder sie hält noch ein bisschen. Na gut, hat noch ein bisschen ausgehalten. Jetzt müssen wir die Mitte ungefähr finden. Ich glaube, das dürfte hier der hier sein. Von oben sieht man es besser. Ja, das ist korrekt. Und hier dürfte es der hier sein, wollte ich gerade sagen. Das war aber ein bisschen zu viel des Guten. So reicht uns das.
Dann ganz kurz hier abcovern. Und das Ganze an dieser Seite auch wieder abcovern. Da wird natürlich das Wasser hingelegt. Und schon hat man zwei Felder wieder bereit zum Bewirtschaften. So, dafür brauchen wir natürlich jetzt Maschinen und ja, das ganze andere Zeug, das kennen wir ja schon. Zum Beispiel einen Harvester. Davon brauchen wir zwei. Dann brauchen wir Redstone Conduits. Davon 11 haben wir hier. Ich würde sagen, wir machen noch weitere 10. Dann brauchen wir Pipes. Davon könnten wir auf jeden Fall ein paar Diamond Pipes nehmen. Ich weiß, ich kann auch Eisen benutzen, aber hey, was soll's, wir haben's, warum nicht? Dann noch Gold Pipes, aber ich glaube, eventuell wäre es sinnvoll, wenn ich mir noch ein paar weitere goldene Pipes bauen werde. Mal gucken, ja, so, das sollte reichen, 63 Stück. Dann lass uns mal überlegen, Crops könnten wir gebrauchen. Haben wir hier noch 45, davon machen wir nochmal 64 weitere. Die stacken jetzt hier schön hoch. Was brauchen wir denn sonst noch, außer den Crops? Wir bräuchten, ist eventuell das Power Tool hier reingewandert. Ja, wunderbar. Ich dachte gerade schon, wo ist das denn schon wieder hin? Das Power Tool. Genau, da ist unsere schöne Hoe drin. Dann brauchen wir gleich noch einen Eimer Wasser und ich glaube, dann haben wir soweit alles. Natürlich den Harvest, da müssen wir uns auch eventuell eben einstecken. Genauso wie die letzten Crops, die eigentlich fertig sein sollten. So, Kartoffeln müssen wir uns noch einstecken und Karotten. Dann sollten wir aber alles soweit haben. Natürlich das Ding und genau, Wasser wollten wir uns noch eben besorgen. Deswegen halt einen Eimer noch. Oh, ist noch Tag, okay. Einmal ganz kurz Wasser geschnappt und einmal darin platziert. Und dasselbe machen wir einfach nochmal eben schnell. Noch einmal Wasser geschnappt und natürlich eben in das andere Feld reingegossen. Sehr hübsch, sehr schön. So, dann brauche ich an mein Power Tool brauche ich dann. Dann können wir das Ganze hier einmal eben umgraben. Wie ihr seht, geht zügig und schnell. Dann kann das Ganze hier schon mal fertig werden. Genauso wie hier wird auch einfach einmal alles umgegraben und wunderbar. Dann als nächstes Karotten und Kartoffeln einsammeln. Machen wir hier mal ganz kurz mit der Fackel. So, so, so. Ach, machen wir lieber mit der Spitzhacke. Da kann nicht so viel passieren. Fackeln können wir die immer noch setzen. Sehr schön. Oh, ganz viele Kartoffeln. Karotten haben wir noch nicht so viele. Eventuell hätte ich vielleicht noch erst ein Feld Karotten anlegen sollen, aber naja, was haben wir? 9 Karotten haben wir gekriegt, 27 Kartoffeln sind jetzt nicht die Welt, aber nach und nach wird das Feld dementsprechend größer. So, das ist gerade wieder kaputt gegangen, das Feld, egal. Dann nutzen wir die Stunde mal der Wahrheit und werden mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karotten pflanzen. So. Wunderbar. 9 Karotten sind gepflanzt. Dementsprechend müsste ich auch hier mal ganz kurz her und dort den Block wieder wegmachen und den natürlich dementsprechend aus. Auch. Und das Ganze machen wir auf der anderen Seite. Huch. Na toll, jetzt haben wir hier zwei Felder kaputt gemacht. Nö, doch nicht. Nur eins, okay. Das machen wir hier auch. Dementsprechend das und das Feld. So, und da kommen dann die Harvester rein. Und dann setzen wir hier 27, was genau 3 Reihen an Crops entspricht. Das schon mal sehr gut zu zählen. Da verzählen wir uns dann dementsprechend noch nicht so wirklich. So, und da setzen wir dann hier schön brav die Kartoffeln hin. Was wir natürlich jetzt an Fehler gemacht haben, ist, wir haben uns keine für die Pipes unten aufbewahrt. Das ist irgendwie ein bisschen ungünstig. Das musste ich gleich dann nochmal klären, dass wir das auch noch hinbekommen. Eventuell wachsen bis dahin da oben irgendwas nach oder ich muss mal ins System gucken. Ich weiß es noch nicht. Irgendwo werden wir bestimmt welche finden. So, gucken wir mal. Wo werden die denn ankommen? Die werden doch definitiv... Ja, schön wäre es ja gewesen, wenn die hier angekommen wären.
an dieser Stelle. Dann hätten wir sie alle über diese Pipe laufen lassen können. Wobei, ist ja eigentlich relativ egal, wie wir das laufen lassen. Ich glaube, ich lasse das so laufen, dass die hier an die Pipe rankommen. Ich glaube, das ist am besten. So, und zwar machen wir das wie folgt. Wir machen das so, dass wir hier jetzt die Harvester erstmal einsetzen. Und die erstmal mit Power betreiben, glaube ich. Das ist, denke ich mal, sehr sinnvoll. Dann nehmen wir mal hier ganz kurz die hier. Und dann lassen wir das Ganze hier einmal rüber wandern, dass die dann auch schon mal Strom bekommen. Oh, die Redstone Conduits haben wir gar nicht eingepackt. Alles klar, ist gerade eh dunkel. Dann gehen wir auch eben schnell nach Hause. Eben kurz eine Nacht schlafen, dass die Creepers hier wieder weg sind. Und dann nehmen wir auch die Redstone Conduits, die 10 weiteren, die ich bestellt habe, auch mal ganz kurz mit. Denn die brauchen wir jetzt an dieser Stelle. Wunderbar. Einmal ganz kurz eben wieder nach Hause und wieder zurück. Dann haben wir auch wieder genügend Kabel. So, dafür brauchen wir eigentlich nur noch 3 Stück, das ist aber kein Problem. Das Ganze verbindet sich, die sollten jetzt schon mal Strom bekommen. Sehr schön. Ach, die brauchen ja natürlich auch noch ihr Range Upgrade. Okay. Sollten wir aber auch hinbekommen. So, gucken wir mal, wie machen wir das denn? Wenn die hier ran sollen. Oder sollen die irgendwie in die Mitte? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Nehmen wir mal ganz kurz das hier. So, gehen wir da mal ganz kurz hier mit runter. Wenn wir das so machen, dass die hier auf diese Ebene schließen. So, im Prinzip. Muss das mir ganz kurz eben weg. Dann setzen wir die Fackel einfach hier im eine weiterhin. Dann könnten die sich hiermit verbinden. Dann setzen wir hier im Prinzip eine Diamond einfach hin. Ich weiß, ist ein bisschen teuer dafür, aber egal. So, und dann geht das Ganze hier weiter dort rum. So, schön. Und im Prinzip hier weiter und dann da hinten ran. Okay, das sieht doch eigentlich sehr gut aus. So hätten wir es dann gerne. Zerschlagen wir es einfach hier mal ganz kurz mit dem Ding. Und hier geht er dann wieder ran. Perfekt. So, das heißt, in Rot darf natürlich nichts zurückfließen. Huch. Deswegen einmal ganz kurz die Diamond Pipe in Rot nichts rein. Sehr schön. Dann kann das Ganze hier schon mal abgecovert werden. Beziehungsweise mit Pipes versehen werden. So, den können wir da mal ganz kurz rausnehmen. Und hier soll in Weiß und Grün nichts rein. Okay. In Weiß und Grün soll nichts reinfließen. Das heißt, Blau der Weg, der hier weiterfließt und dann im Prinzip hier weiterfließt. Das Einzige, was wir jetzt hier machen müssen, ist diese Pipes noch ändern, dass hier Kartoffeln und Karotten durchkommen. Beziehungsweise reingehen. Ist aber auch gar nicht mal so schlimm. Dann fließen noch ein paar ins System erstmal rein. Das Einzige, was wir jetzt halt machen müssen, ist noch das Range Upgrade. Und dann dürfte es eigentlich definitiv schon funktionieren. Das Einzige, was ich noch gleich machen werde, ist mir auch noch ein Energy Tesseract bauen. Eben geguckt, haben wir das schon? Das haben wir schon. Und zwar diesen wunderbaren Herrn. Da werde ich mal einen von bestellen. Und was wollten wir noch haben? Wir wollten... Oh, Poison Potato, okay. Ach, das Licht muss ich noch installieren, genau. Ich wollte aber irgendwas bauen, wollte ich. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Was wollte ich bauen? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Was für ein Kurzzeitgedächtnis gerade. Ich habe es gerade noch erwähnt, bestimmt. Ich gehe noch mal ganz kurz hingucken. Also, ach ja, ein Tesseract. Ne, Tesseract habe ich bestellt. Tesseract wollte ich bauen und irgendwas wollte ich hier unten machen. Das fließt hier zurück, das fließt da rein, das fließt hier rein. Ah, ja genau, Range Upgrade. Ja, man muss eben kurz drüber nachdenken, dann weiß man es wieder. Ein Range Upgrade wollte ich bauen. So schaut es aus. Und haben wir das schon hier irgendwie gespeichert? Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das? Tin heißt es, glaube ich. Da, Tin Upgrade. Richtig, hatte gar keine Range. Davon brauche ich 2 Stück. Och, das ging ja schnell. Das ist ja sehr schön. Die 2 funktionieren auch. Wunderbar. Da
dann brauche ich eigentlich nichts weiter, als noch den Tesseract mitzunehmen. Hier, Wunder... Ne, das ist der Untuned. Ich wollte aber gerne den Energy... Ach, dem fehlt Elektrum. Aber halt, stopp. Elektrum, huch, habe ich ihm doch gesagt, wie er machen kann. Das ist jetzt gerade irgendwie sehr merkwürdig. Habe ich ihm nicht das... Ich habe ihm doch das mitgeteilt. Das ist Hardened Glass. Ach, jetzt habe ich es in den falschen Slot gelegt. Deswegen habe ich auch letztes Mal das Hardened Glass, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe das in den falschen Slot gelegt. Ah, alles klar. So, okay, dann dürfte das jetzt definitiv auch geklärt sein. Dann müsste der das jetzt auch herstellen können. Warte mal, dann brechen wir das Ganze hier nochmal eben kurz ab. Sagen hier dann nochmal einmal Energy Tesseract. Sag nochmal ganz kurz hier und er sagt immer noch Elektrum fehlt. Und da ist es hergestellt. Und wunderbar. Ein Energy Tesseract. Und, achso, ein Tin Upgrade habe ich, die stacken natürlich wieder nicht, deswegen muss man die auch wieder einzeln rausnehmen. Noch ein Tin Upgrade. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann könnten wir ganz kurz, hier auch mal ganz kurz hier landen. Ach, na gut. Oh, hat doch geklappt. Dann werden wir mal ganz kurz hier die, nämlich die schönen Glowstones eben kurz verteilen. Damit hier auch genügend Licht ist zum Wachsen, Wachsen, Wachsen. Die Mitte ist hier. Sehr schön. Glowstone rein und einmal hier noch. Perfekt. Da auch Glowstone rein. Dasselbe Spiel machen wir natürlich hier ganz kurz. Überall eben etwas Glowstone rein. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. So, und wie gesagt, dann kommen hier auch zwischenzeitlich ein paar Karotten und Kartoffeln noch von dieser Farm erstmal ins System rein, die wir uns dann auch rausholen können. Und das sollte eigentlich soweit klappen, wenn ich die Tin Upgrades jetzt noch reinlege. Einmal hier und den anderen lege ich, egal, Azuris, ja, hat geklappt. Dann lege ich hier noch eins rein. Sehr schön, jetzt noch mit dem Item Tesseract, wollte ich sagen, mit dem schönen, feinen, ja, Tesseract gehen wir jetzt einmal ganz kurz nach hier oben. So, und setzen den... Ich glaube, den können wir hier so draufsetzen, oder? Und setzen den einfach mal auf 2. Drück hier auf OK. Und ich hoffe nicht, dass da oben jetzt was explodiert ist. Das wäre jetzt immer gewesen. Nein, das sollte funktionieren. Und dementsprechend sollte jetzt hier wesentlich mehr Strom fließen. Ah, das sieht ja sehr gut aus. 64 Megajoule kommen hier an. Und das gute Ding, das sollte jetzt... Oh, guckt euch das mal an, wie schön das Ding hier jetzt läuft. So sieht es auch sehr gut aus. Brennt natürlich jetzt eine ganze Menge Scrap weg. Aber wir haben noch ein bisschen was. Also eventuell brauchen wir da dementsprechend bald noch einen weiteren Recycler. Mal schauen wir mal. Aber das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall etwas mehr Yuyu Matter. Und eventuell können wir in ein paar Folgen uns dann auch ein schön großes Solarpanel bauen. Wollen wir mal hoffen. Und das sollte uns dann auf jeden Fall hier erstmal so vor ein paar Stromproblemen, die wir vielleicht noch irgendwann mal bekommen sollten, dann schützen. Gut, da hat sich das doch alles etwas gelohnt. Unsere schöne Steamfarm ist am Gang. Wir haben hier die Kartoffeln und Karotten aufgesetzt. Die wachsen jetzt auch schön fröhlich vor sich hin. Muss natürlich das Ganze hier nachher noch mit Glas abgecovert werden. Und dann dürfte das alles funktionieren. Wie gesagt, hier mit den Coco Beans, da muss ich nochmal schauen. Die wollten ja in der Testwelt irgendwie nicht wachsen. Da muss ich nochmal gucken, was da eventuell schiefgelaufen ist. Wenn das auch so weit läuft, können wir die natürlich auch aufsetzen. Bis dahin sage ich aber erstmal wieder ciao.